Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein ganz besonderes Unboxing-Video, wenn man das so nennen kann. Heute bin ich überhaupt nicht in dem Look, was irgendwo zu diesem Motto passen könnte. Und zwar geht es um einen Adventskalender. Ich persönlich, ich kaufe mir nie einen Adventskalender. Natürlich, wenn mir einer gebastelt werden würde, fände ich das natürlich gar nicht so verkehrt. Aber ich persönlich, ich springe nicht auf diesen Zug mit auf und werde dann auch noch zusätzlich mir Produkte ins Haus schaffen, die ich auch wieder weniger aufgebraucht bekomme. Deswegen hat mich genau die Firma, die mich hier angeschrieben hat, das hat mich halt erstmal total gefreut und zweitens war ich da auch total begeistert von, weil hier geht es um eine gute Sache. Und zwar sind hier Produkte drin, ich habe keine Ahnung, die werde ich gleich mit euch zusammen auspacken, geht es um Nachhaltigkeit. Ich habe das Paket jetzt schon ein paar Tage hier zu Hause stehen, habe mir währenddessen immer wieder mal die Internetseite angeguckt, um irgendwie herauszufinden, was könnte in diesem Paketchen, den man mir zugeschickt hat, ganze 24 drin sein. Ja, also im Endeffekt gibt es halt zwei Varianten von diesen Nachhaltigkeits-Adventskalendern, die wirklich, also ich würde euch ganz gerne tatsächlich ein bisschen was davon vorlesen, weil auswendig gelernt habe ich es jetzt nicht, aber ich finde halt, das, was er machen soll, also was der Inhalt so beinhaltet, finde ich nicht schlecht. Und deswegen würde ich euch das ganz gerne mal ein wenig näher bringen. So, und zwar ein Kalender, der Sinn macht. Der nachhaltige Adventskalender für Kinder und Erwachsene. Aber Moment mal, ein nachhaltiger Adventskalender, passt das zusammen? Dieser mit Liebe handgepackte Kalender mit sorgsam ausgesuchten Produkten ist ein kleines Stück nachhaltiger Veränderung. Denn die Produkte machen dir nicht nur beim Auspacken eine Freude, sie bleiben dir auch lange erhalten. Verändern deine Gewohnheiten ins Nachhaltige oder stehen einfach für Fairness und Achtsamkeit in der Produktion. Die Produkte sollen dir dabei helfen, einfach nachhaltiger zu leben. Sie sollen dich inspirieren und überraschen. Jeden Tag gibt es eine kleine Erklärung zum Produkt. Sie sind alle unter Aspekt der Nachhaltigkeit hergestellt und helfen dabei, die Welt umweltfreundlicher zu gestalten. Sie sind von kleinen Firmen, die auf Fairness und Impact achten. Auch bei der Verpackung haben wir uns nicht lumpen lassen. Die Klebestreifen sind aus 100% recyceltem Kunststoff und lösungsmittelfrei. Das Seidenpapier ist umweltfreundlich und wird auch aus nachgewachsenen Rohstoffen hergestellt. Die Sticker werden in Deutschland mit FSC-zertifiziertem Papier aus verantwortlich bewirtschafteten Wäldern produziert. Du hast die Wahl zwischen dem Standard- und der Premium-Edition. Ich habe jetzt die Standard-Variante, die ist wohl, wenn man das hier so im Internet lesen kann, von 120 Euro kostet der normalerweise. Ist der derzeit für 79,99 Euro, kann man den erwerben. Ich werde euch alles dazu in der Infobox verlinken und ich möchte ihn jetzt auspacken. Das Ganze kam in einem relativ großen Karton und ich muss sagen, wenn man die ersten so schon mal aufmacht, da sind hier schon mal so ein paar Weihnachtssticker drauf. Finde ich auf jeden Fall sehr süß, weil das ist sehr familiär und persönlich gestaltet. Dann kommt hier erstmal so ein bisschen Strohgekrissel, sage ich mal. Und wenn man das so ein bisschen anhebt, sind hier 24 Pakete verpackt und die hole ich jetzt erstmal raus. Ich habe mir jetzt alle Päckchen rausgeholt. Sie sind alle in Rot oder in Grün verpackt. Ich würde ihn mir natürlich doch super gerne Weihnachten einfach irgendwo auf eine Kommode dekorieren. Aber ich möchte ihn ja jetzt auch mit euch zusammen auspacken und schauen, was sich darin befindet. Also, der Adventskalender wurde von Dominik übrigens verpackt. Finde ich auch sehr, ich weiß nicht, ich mag ja so, wenn das so ein bisschen persönlicher ist, ne? Und dann gucken wir uns das mal alles an. Also zum Beispiel die Nummer 1, da ist halt, das ist halt das Seidenpapier, ne? Und die sind halt wirklich einfach schön einfach verpackt, ohne viel Klimbim, ne? So, dann gucken wir uns das mal an, was hier drin ist. Das sind wie so Art kleine Tüten. Ach,
Guck mal, da haben wir zum Beispiel ein Seifenstück. Sieht zumindest so aus. Ja, guck mal, das ist auf jeden Fall wirklich sehr nachhaltig, ne? So mit so einem Jute-Band und so weiter. Und das ist eine Haarseife aus Olivenöl und Pistazienöl. Okay. Und hier steht es dann auch, wie die gesagt haben, da ist dann so ein kleines Zettelchen bei. Wie, wo, was, wofür? Was los, Rocky? Hab heute Hundebesuch. Ja, was ist denn los, mein Schatz? Ja. Ja, ist ein bisschen Fernsehen. Die Haare schön, das Shampoo fest, die Umwelt happy. Diese Win-Win-Situation haben wir dieser unverpackten Haarseife zu verdanken. Das feste Shampoo ist handgemacht, biologisch abbaubar und frei von synthetischen Tensilien und Silikonen. Hast du es mit besonders hartem Wasser zu tun, versuch es mal mit einer sauren Rinse, einen Schuss Apfelessig ins Wasser geben und alle Kalkbruchstände sind wie weggespült. Das stimmt, das benutze ich auch so gerne, die Essigrinse. Und hier ist wahrscheinlich, sind halt so die Inhaltsstoffe drin, ne? Sieht auch so aus, als würde ich das benutzen dürfen mit meiner Curly Girl Routine. Ja, finde ich gut. Werde ich auf jeden Fall verwenden. Das kann ich zum Beispiel schon mal sehr gut gebrauchen. Das packe ich mir jetzt einfach wieder ein. Und dann machen wir weiter mit der Nummer 2. Ich habe mir da so ein bisschen halbwegs sortiert. Ich finde das cool, dass da immer diese Erklärungen bei sind. So, hier ist zum Beispiel ein Ökoschwamm. Kratzfrei mit pflanzlichen Fasern ist hier dabei. Ne? Zellulose ist aus Holz, Recycling. Krass. Ein Schwamm kann bis zu 20 Küchenrollen ersetzen, steht hier. Öko bis in die letzte Faser ist der natürliche Kokosfaserschwamm von Minimi. Sanft zu Geschirr und alle Arten von Oberflächen ist der abbaubare Schwamm selbst für Porzellan geeignet. Von Natur aus ist die Kokosnuss antibakteriell und natürlich. Und er ist komplett biologisch abbaubar. Wow, okay. Ich wusste gar nicht, dass es sowas in Schwammform gibt, um ehrlich zu sein. Aber wieder was dazugelernt. So, Nummer 3. Haben wir jetzt so ein etwas größeres. Das fühlt sich an wie eine Schüssel. Es ist sogar eine Schüssel. Also sowas in der Richtung zumindest. Ach, so eine Kokosnussschale. Sowas habe ich mir damals mal aus dem Urlaub mitgebracht. Und zwar, ja, Kokosnussschale. Nicht mehr alle Schalen im Schrank, keine Sorge. Diese Kokosnussschale hilft dir im Haushalt und zwar als Multitalent. Sie eignet sich nicht nur zum Essen, sondern kann auch perfekt als Dekoration verwendet werden. Egal ob im Haus, im Garten oder als Blumentopf für Kakteen oder Sukkulenten. Ja, sowas habe ich mir damals, ich glaube, aus Thailand mitgebracht. Cool. So, Nummer 4, aber eigentlich ist es ja egal, ne? Aber ich mache das trotzdem der Reihe nach. Wo haben wir denn die 4? Da unten. So, formmäßig wie eine Tafel Schokolade ein bisschen. So, da schauen wir mal. Ach, das ist sogar eine Schokolade. Rittergut, schokoladiger geht's nicht, Mischschokolade. Einzigartige Schokovielfalt ist klimaneutral produziert. Okay. Innenfolie ist kompostierbar, Karton recycelbar, also tatsächlich wirklich alles gut, ne? Passt auch, heute waren Wahlen, wir waren natürlich gerade wählen und so, passt so ein bisschen zu so einem grünen Thema. Mixschokolade aus geretteten Schokoladen. Rette sich, wer kann. Du denkst... Na, denkst du dabei an Schokolade? Nein? Dann wirst du es spätestens als ritterlicher Retter dieser schmackhaften Beute. Denn hier kommen bei der Herstellung anfallende Schokoreste zusammen, um sich mit vereinten Kräften zu einer Tafel voller Nachhaltigkeit zu formieren. Und lecker ist sie auch noch. Lass sie dir schmecken. Okay. So, jetzt kommt die Nummer 5. Da unten. Oh, irgendwas mit Bienen. So. Ah, ne. Blumenstrauß. Guck mal. So. Blumensamen im Reagenzglas. Wusstest du, dass eine Blumenwiese nicht gleich eine Blumenwiese ist und dass Blumensträuße am schönsten sind, wenn man sie in seinem Garten selber pflückt? Glückwunsch, du hältst nun eine der beiden Blumenmischungen für ca. 10 Quadratmeter reiner Freude in der Hand. Gepackt in Behindertenwerkstätten unter Sozialrechtlinien und fairen Bedingungen. PS, wenn du keinen eigenen Garten hast, freuen sich die Bienen über ihre Blumen in unbehandelten Parks und Wiesen. Wie cool ist das denn?
Mein Mann und ich, wir waren gerade noch spazieren und wir finden das immer total klasse, wenn dann so Vorgärten wilde Pflanzen einfach sind, wo das so ein Paradies für Bienen ist. Finde ich super. Ich glaube, also wir haben in unserem Freundeskreis genügend Leute, die einen Garten haben und das werde ich dann denen weitergeben. Das ist cool. Das tue ich hier mit dran. Ist doch auch eine süße Geschenkidee, oder? Vor allen Dingen meine Freundin, die einen Garten hat, die hat nächste Woche Geburtstag. Das kann ich dann ihr geben. So. Jetzt machen wir die 7. So, ich glaube, das ist ein Notizbuch oder sowas. Ja, ich glaube auch. Flower Notes steht hier nämlich drauf. Und hier, Notizheft. Das Wort, ja, Journaling reduziert nachweislich Stress, verbessert die Immunfunktion und macht gute Laune, jeden Abend aufzuschreiben, wofür man dankbar ist und steigert außerdem die allgemeine Zufriedenheit. Versuch doch mal aufzuschreiben, welche kleinen nachhaltigen Taten du jeden Tag meisterst. Und du wirst sehen, dass du einen großen Impact leistest und wo du dich noch verbessern kannst. Ja, und das sind halt ganz normale, unlinierte Seiten. Da kann man sich doch austoben. Kann ich auch gebrauchen. Sind auf jeden Fall alles Dinge bisher, die ich gebrauchen kann. Weil ich sag mal, so ein anderer Kalender, wer weiß, ne? So. Von Schokolade wird man eh nur dick. Dann haben wir hier Bienenwachstuch. Das habe ich, glaube ich, mal bei der lieben Nadine, also hier Nicole aus Wien, glaube ich, die hat die, ne? Ja, diese Bienenwachstücher ist der Beweis, dass Nachhaltigkeit nicht nur besser für die Umwelt, sondern auch für uns ist. Als natürliche Alternative zur Alufolie hält ein Bienenwachstuch dein Lebensmittel länger frisch, ist abwaschbar und wird ein Bienenvolk zum Vorbild aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt. Und die Verpackung alleine, ne? Also jede Verpackung, die ich bisher in der Hand hatte, ist auch tatsächlich so, dass das fühlt man, dass da schon. Ach, wie cool, ja. Das kann man dann so irgendwie. Was hat sie nochmal? Also, das hatte die Nicole auch schon mal erklärt. Die benutzten nämlich sowas sehr gerne. Zum Abdecken, zum Einwickeln, zum Mitnehmen steht hier. Werde ich auf jeden Fall gebrauchen können. Cool. So, jetzt kommen wir zu der. Hatten wir die 6 noch nicht? Ne? Oh, die 6 habe ich außen vor gelassen. Die 6 sah halt aus wie die 9. So, was haben wir denn? Ach, ich glaube, sowas habe ich schon. Aber das macht nichts. Ich glaube, das ist ein Seifensäckchen. Genau, ein Sisal-Seifensäckchen. Außenseifensäckchen, innen Multitalent. Nicht nur feste Duschgels oder Seifen werden zu einer echten Schauparty im Seifensäckchen-Kostüm. Auch deine Haut freut sich über ein sanftes Peeling und kann so Pflegestoffe besser aufnehmen. Ist der Duschspaß vorbei, trocknet die Seife im aufgehängten Säckchen ruckzuck. Und das kann ich nur bestätigen. Finde ich super. Cool. So, Nummer 9 kommt jetzt. Diesen Kalender, den kann man auch super verschenken. Ich finde, das ist echt eine coole Sache. Hier haben wir ein Gewürz, gehe ich mal von aus. Five Spices. Während es heißt, dass zu viele Köche die Suppe versalzen, verhält sich bei den Gewürzen von Nature Temptation genau andersrum. Alle Produkte sind biologischen Ursprungs und stammen aus Fairtrade-Projekten. Davon kann man gar nicht genug kriegen. Genau nach diesem Motto haben wir uns für Five Spices entschieden. Eine Gewürzmischung aus Ingwer, Sternanis, Fenchelsamen, schwarzen Pfeffer, Zimt, Nelken und Seetang. Wo kann man das denn reinmachen? Für was für ein Essen ist das denn? Muss man wahrscheinlich einfach mal ausprobieren, ne? Ja, und jetzt kommt die Nummer 10. Leg dich dahin, ne? Dann haben wir hier Do-it-yourself. Hausmittel zum Selbermachen steht hier. Dieses kleine, aber feine Büchlein hilft dir Schritt für Schritt dabei, Haushaltsprodukte selber zu machen. Warum das gut ist? Ganz einfach, weil du dadurch gut auf gesundheits- und umweltschädliche Inhaltsstoffe verzichtest, jede Menge Müll vermeidest, Geld sparst und es obendrein noch richtig Spaß macht. Wenn es an den Weihnachtsfeiertagen mal lau werden sollte, macht das gemeinsame Basteln jeder Feiertagsträgheit wieder wett. Gucken wir mal.
Man kann Waschmittel zum Beispiel sammeln für 3 Liter. Man kann Fensterputzmittel, Spülmittel, Geschirrpulver, Deodorant, Pflanzendünger und Bienenwachstücher zum Beispiel ist hier drin. Vielleicht mache ich ja mal ein Video mit irgendwas, was ich davon zum Beispiel, wenn ich da Zeit habe, ne? So, dann haben wir hier Erika-Blüten. Das ist doch auch cool. Erika-Blüte, Heidekraut, immer schön. Diese blumigen Begriffe stehen alle für dieselben hübsch anzuschauenden Blüten. Und die strotzen nur so für innere Werte. Mit Gerbstoffen, Enzymen und Flavonoiden eignet sich das Multitalent bestens für Blumen- und Kräuteraufguss, Schnäpse, Elixiere und Tinkturen. Über Erika freuen sich außerdem Kuchen, Müsli, Salate und eben alles, was einen blumig-frischen Beigeschmack und den passenden Look vertragen kann. Okay. Probieren geht über Studieren, oder? So, nehmen wir die 12. Da ist ein Stift drin oder sowas. Ach, das ist einfach nur ein Bleistift. Muss ich allerdings anspitzen. So, zum Einpflanzen. Den Worten Taten folgen lassen. Aufgebrauchte Bleistifte künftig nicht wegschmeißen, sondern einpflanzen. Ganz klar, zur Belohnung gibst deinen Lieblingskräuter. Denn in der Erde kommt zusammen, was zusammengehört. Nachhaltiges Zedernholz, Samenkaspel, Wasser und Erde. Der nachhaltige Mix vereint sich, um 7 Tage später als Basilikum wiedergeboren zu werden. Quatsch! Im Ernst jetzt? Aber ich glaube, nur der Bleistift ist zum Einpflanzen. Aber da ist tatsächlich... Warte mal, da ist doch eine Mine drin. Da bin ich aber jetzt neugierig. Ich muss die mal kurz anspitzen. Da ist auf jeden Fall... Ich schreibe mal eben. Ja. Also, es ist ein ganz normaler Bleistift. Und den kann ich dann später in die Erde werfen. Dann habe ich Basilikum. Okay, ich will es ausprobieren. Da steht auf jeden Fall auch Basilikum drauf. Seht ihr? Okay, ja, gut. 14. Das ist ein Schlüsselanhänger. So ein Blatt. Aus Holz. So, was ist verantwortungsvolles Design? Der soziale und ökologische Ansatz, verantwortungsbewusst Designobjekte anzubieten, heißt. Bisschen komisch. Aber ich glaube, ich lese das gerade komisch. Diese Schlüsselringe bestehen aus Birkenholz, aus ökologischen, bewirtschafteten Wäldern und werden in Frankreich unter Berücksichtigung der Menschen und ihrer Umwelt entworfen und hergestellt. Made in France, steht auch hier unten drauf. Ja, einen neuen Schlüsselanhänger. So, 15, da ist auf jeden Fall was Schweres drin. Radium Kurkuma. Machen wir manchmal in Frikadellen ein Kurkuma. Your body is a Saftladen. Und das ist gut so, denn der Bio-Shot aus Rabenhorst mit Kurkuma und weißem Tee gibt deinem Körper einen Boost für den Gaumen und das Immunsystem. Kontrollierte Bioqualität sorgt zusätzlich für Reinheit bei Inhaltsstoffen und Gewissen zum Wohle. Okay. Gut. 16. Guck mal, Besteck. Da haben wir hier Löffel, Messer und Gabel. Ich persönlich kann jetzt, das ist das Einzige, womit ich nichts anfangen kann, weil ich mag das Gefühl von Holz im Mund überhaupt nicht. Auch wenn das Bambus ist. Ne? Hier. Plastikbesteck ist der zweitgefährlichste Plastikmüll. Gleich nach Fischernetzen, da Meereslebewesen sie mit Nahrung verwechseln. Dieser Besteckabfall ist nicht nur gefährlich, sondern auch völlig unnötig. Denn wiederverwendbares Reisebesteck kann so praktisch und gleichzeitig schön sein. Dieses Besteck Set aus Bambus wurde so konzipiert, dass es bei jedem Autor an Last wiederverwendet werden kann. Biologisch abbaubar und Waschmaschinen geeignet und nicht Spülmaschinen geeignet. Aber das ist tatsächlich nichts für mich. Wie gesagt, ich kriege da Horror von, wenn ich allein daran denke, diesen Löffel in den Mund zu nehmen.
Aber da wird es wird nur ein schönes Geschenk. Nur einfach so ein Band drum zum Verschenken. 17. Aber es sind echt cool, trotzdem noch richtig coole Sachen. Dann haben wir. Oh. Oh. Ich bin hier alles am Vollkrümmeln mit dem Holzsachen da. So, dann haben wir hier Fire Tree steht hier. Ich denke, das ist auch irgendwas Schokoladiges. Ja, hier steht Schokolade. 3 Schokogurus und eine vulkanisch leckere Schokomarke Fire Tree Chocolate. Die Halal, koschere und vegane Schokoladen werden aus Bohnen vom pazifischen Feuerring hergestellt, wo die 3 Hersteller ohne Mittelsmann selbst mit den Kakaobauern zusammenarbeiten. Die faire Bezahlung und zusätzliche Prämien erlauben es den Kakaobauern, hohe ethische und nachhaltige Standards aufrechtzuerhalten und trotzdem ihre Familien zu ernähren. Das kann man schmecken, versprochen. Das sind, ist alles so Schokolade, wo extrem viel Kakaoanteil drin ist. So zartbitter ist nicht so meins, aber ich werde da irgendwas, ich werde die schon am Mann kriegen. Nummer 13 habe ich hier noch liegen. Machen wir das doch erstmal. So, Nummer 13 ist eine vegane Zahnseide. Auch sehr ja, ansprechend, finde ich, verpackt in diesen naturbelassenen Karton, sage ich jetzt mal. Und die kommt dann, ja, guck mal, sieht aber schick aus, oder? Kommt so dann daher. So, das ist übrigens aus Maisstärke. Zero-Based Full Taste. Diese Zahnseide aus Maisstärke ist 100% vegan und natürlich kompostierbar. Adieu hartnäckige Nylon-Zahnseide. Gewachst wird das nachhaltige Produkt mit natürlichen Candelilla-Wachs, welche ökologisch und schonend aus den Blättern der Candelilla-Busches gewonnen wird. Außerdem kommt das Produkt in einen wiederbefüllbaren Glasflakon, der sich auch gut to go macht. Stimmt. Ja, finde ich niedlich. Nummer 18. Fühlt sich jetzt auch wieder ein bisschen seifenmäßig an, finde ich. Ich stehe ja auf feste Handseife und sowas, ne, wie ihr wisst vielleicht. So, da haben wir jetzt Sea Salt Body Bar. Auch, ja, ich stehe auf sowas. Und die Verpackung finde ich ja jetzt mal richtig cool. Mit dieser pflegenden Seife werfen wir alle Vorurteile gegen Meersalz über Bord. Und mit ihnen Hautirritationen, trockene und sensible Haut, ciao. Denn das feste Duschgel ist nicht nur optisch ein maritimes Highlight, sie bringt auch die Fülle ozeanischer Inhaltsstoffe wie Magnesium, Zink, Calcium, Jod und Calcium. Das Ergebnis ist langanhaltende Feuchtigkeit, entspannende Muskeln und eine gute Durchblutung der Haut. Quasi Urlaub am Meer, nur für deine Haut. Och, oh, die riecht ja geil. Oh, die riecht mega und oh, die sieht wirklich schön aus. Oh ja, das riecht richtig gut. Von Helemaal Shea. Oh, das, also wenn die was ist, die könnte ich mir vorstellen, mir nochmal zu holen. Die ist richtig gut, da freue ich mich drauf. Die wird als nächstes als feste Seife bei mir landen. So, und jetzt sind wir schon bei den letzten 4, ne, 5. Ich mache jetzt die 19, die 19 ist nochmal relativ groß. Oh ja. Aber ich muss sagen, das hatte ich schon mal und war da leider nicht von angetan. Das ist von Blaue Helden, ist das dieser Spülschaum, den man selber machen kann. Da hat man diese Schaumflasche, da hat man dann diese Tablette, man macht Wasser rein, schmeißt die Tablette rein, dann habt ihr Spülmittel. Das Spülmittel ist tatsächlich okay, wenn ihr einfach nur zum Beispiel eure Arbeitsplatte oder sowas damit abwaschen wollt. Ne? Aber wenn ihr dann, wenn ihr wirklich spülen wollt, hartnäckigen Fett und so, hat das bei mir leider nicht gereicht. Ich bin immer für all sowas offen, aber wenn es nun mal nicht funktioniert, dann ist es nun mal auch nicht ganz der Fall. Ne? Aber ich lese mal kurz vor, was hier ist.
Einwegplastik, Chemiekeulen, undurchsichtige Inhaltsstoffe, Make Putzen Great Again mit blaue Helden. Alles, was du brauchst, ist die wiederverwendbare Flasche, ein Tab und Wasser. Fertig sind deine nachhaltigen Reiniger. Und dass das Auge mitputzt, sieht das Endergebnis nicht nur stylisch aus, sondern besteht auch aus veganen und biologischen abbaubaren Inhaltsstoffen. Ja, ist wie gesagt, ist eine coole Sache, aber hat bei mir nicht so funktioniert, leider. Nummer 21 machen wir jetzt. So, da haben wir, oh, ist das etwa das, was ich denke, so Antipasti oder sowas? Oh ja, sonnengetrocknete Tomate und feine Kräuter. Handarbeit, die man schmecken kann. Das Team der kleinen Manufaktur im Süden Frankreichs schält, schneidet, mischt und verkostet 90% ihrer herrlichen Rezepturen selbst. Die Aperitifs werden auf rein pflanzlicher Basis hergestellt. Von Liebe ganz zu schweigen. Und ich glaube, das ist so eine Art Pesto oder was ist das? Ich denke, sowas in der Richtung wird das sein. Pesto oder vielleicht sowas wie Bruschetta oder sowas. Ja, sowas mag ich. So, jetzt kommen wir. Ach, dann erstmal die 20. Die 20 habe ich übersehen. Entschuldigung. Und ja, das ist, glaube ich, ja, das ist auch wieder so eine Sache mit im Mund nehmen, Holz und so. Werde ich auch anderwertig abgeben. Und zwar ist das nämlich eine Zahnbürste. Ne, Zahnbürste mit Weizenstrohgriff und Rizinusölborsten. Der Nachhaltigkeit auf den Zahn gefühlt mit der Weizenstrohzahnbürste von Chinchilla. Ökologisch und sicher mit einem Griff aus Weizenstroh und Borsten aus Rizinusöl. Okay. Die Zahnbürste ist eine grüne Alternative zur herkömmlichen Plastikschleuder und ist sogar eine ökologischere und ressourcenschonendere Variante zu Bambuszahnbürsten, die normalerweise aus dem ostasiatischen Bambus hergestellt werden. Angucken tue ich mir die trotzdem mal eben. Ja, die fühlt sich auf jeden Fall schon mal besser an. Definitiv. Sieht so aus. Fühlt sich an wie Plastik, um ehrlich zu sein. Okay. Weizenstrohgriff. So, jetzt haben wir noch drei Paketchen. Da haben wir hier irgendwas in so ein Jute-Säckchen, was ein bisschen klimpert. Edelstahlstrohhalme. Wie cool. Moment, ich lese erstmal vor. Glückwunsch zu deinen edlen neuen Trinkgefährten, die ein Leben lang bei dir bleiben. Als Dank dafür, dass du mithilfst, jährlich 40 Milliarden Plastikstrohhalme in Deutschland zu minimieren. Lassen sich deine Edelstahlstrohhalme ganz easy mit der Reinigungsbürste sauber halten und sind ein sicheres und nachhaltiges Accessoire zu jedem Drink. Richtig cool, finde ich mega geil, weil diese Plastiktrinkhalme finde ich nämlich auch echt widerlich, um ehrlich zu sein. Aber das ist geil, guck mal, da ist eine kleine Bürste. Und dann sind hier jetzt 4 Strohhalme drin, die auch noch echt schick aussehen. Und da könnt ihr dann tatsächlich, Hammer, reingehen und die Dinger sauber machen. Wie cool ist das bitte? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe jetzt bisher nur diese blöden Plastik, also Plastik natürlich, und die Papierdinger gesehen, die immer so weich im Mund werden. Cool. Was ist los, Rocky? Da machen wir jetzt die 23, ist auch so ein größeres Päckchen. Das eine Kerze aus Palmwachs. Ich habe nur gedacht, Palmwachs ist nicht so gut. Palmwachs nur in nachhaltig. Ah, okay. Diese Kerze kostet keinen Baum und dessen Bewohnern das Zuhause oder gar das Leben, denn das Öl stammt aus dem inneren weißen Teil der Frucht des Baumes. Die Plantage besteht seit 1928 und hat die höchste Zertifizierung von Sustainable, natürlich, nämlich Identity. Hunderte Bauernfamilien finden mit ihren Baumschulen eine Existenz in der Plantage. Die Kerze wird nachhaltig unter Berücksichtigung von Mensch, Tier und Natur hergestellt. Und das ist krassiv, ist hart, richtig hart. Das ist einfach nur eine Stumpenkerze. Cool. Kann man doch auch gebrauchen. Und wir kommen jetzt zu der Nummer 24 und somit zum letzten Paket. Ich könnte ewig so weitermachen. Ich finde die Sachen richtig cool, die hier drin sind. Das fühlt sich auch an nach so Sinsal.
da noch ein Zettelchen drin? Nee, hier nicht. Ja, guck mal, das ist auch so ein Sinnsalsäckchen. Ne? Wie das Seifensäckchen eben. Gucken wir nochmal. Ach, ein Einkaufs- und Obstnest. Das finde ich auch cool. Germany's Next Topbeutel kann sich aus unserer Sicht dieses Einkaufsnetz nennen. Bestehend aus 100% hochwertiger Biobaumwolle bringt das Netz deiner Einkäufe fair über die Kasse und völlig polyesterfrei zu dir nach Hause. Das GOTS-Label gibt dir zudem das Versprechen, dass dein Gemüsenetz international anerkannten Sozialnormen entspricht und Pestizide und Mineraldünger nie aus der Nähe gesehen hat. Cool. Sehr, sehr cool. Also hier kann man durchgucken, was da drin ist. Dann macht ihr zu und dann habt ihr euer Obst hier drin. Cool. Ja. Also ich muss sagen, ich finde den Adventskalender richtig cool. Das ist mal wirklich ein sinnvoller Kalender und nicht das 500. Duschgel zu haben oder sowas. Ne? Ich freue mich sehr. Also vielen Dank, dass ich den für euch auspacken durfte und hier zeigen durfte. Also ich bin mehr als begeistert von diesem Kalender. Und wenn ihr auch auf Nachhaltigkeit achtet und so weiter, weil ich persönlich muss ja sagen, mein Mann und ich, wir sind mittlerweile schon so, dass wir sehr viel auf Auto verzichten, viel zu Fuß oder e-mäßig unterwegs sind. Und wollen das, wir sind auch mittlerweile so, wir essen noch Fleisch, aber wir reduzieren. Wir haben unser Fleischkonsum extremst reduziert. Wir achten so ein bisschen drauf mittlerweile. Und deswegen fand ich diese Idee mit diesem Kalender auch richtig cool und freue mich auf jeden Fall, dass ich ihn bekommen habe und werde auf jeden Fall was mit den Sachen anfangen können. Ja, also wie gesagt, ich werde euch alle Infos dazu in der Infobox verlinken. Vielen Dank nochmal hier an dieser Stelle und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine schöne, baldige Adventszeit. Bis bald. Ciao.